14 Kinder von 3 bis 18 Jahren leben in der Kinder- und Jugendwohngruppe des Internationalen Bundes in Bärwalde. Am Ostersonntag bekamen sie und ihre Betreuer nicht alltäglichen Besuch. Gut 30 Quads aus Mittelsachsen, Leipzig und Dresden rollten an diesem Tag für einen guten Zweck von Hartha nach Bärwalde. Im Gepäck Essensgutscheine für die Gaststätte Motor Soul Resort in Mutschen, 2 Eintrittskarten für den Sonnenlandpark, T-Shirts und 2 Spendenchecks. Aus einer Stammtischidee der Quad- und ATV-Freunde Mittelsachsen wurde mit Hilfe befreundeter Fahrer der ATV- und Quad-Freunde Leipzig sowie der Quad- und ATV-Freunde Dresden eine Spendenaktion. Mit den 30 Fahrzeugen, die jetzt hier sind, ist jeder Teilnehmer von uns mit 18 Cent auf den Kilometer gefahren. Jeder Teilnehmer hat einen Betrag erwirtschaftet von 18 Euro für die Wohngruppe. Das ergibt ein Sponsorbetrag der Firmen, die mir angesprochen haben, die bereit waren, diesen Betrag zu zahlen, in Höhe von 550 Euro. Außerdem packten die Quad-Freunde noch etwas drauf. So kamen mehr als 700 Euro zusammen für einen Indoor-Spielplatz, den sich die Kinder in Bärwalde gewünscht haben.